2019, die SG Ehrenberg in den Aufstiegsspielen zur Verbandsliga. Was war das geil, Freunde? Und genau das will die SGS, die Spielgemeinschaft aus Eldersegg, Weißbach, Schwarzbach, ebenfalls schaffen. Und für den Weg dahin, da brauchte es genau heute den Sieg, eben im Rhön-Derby in Seifert gegen Ehrenberg. Die haben sich in den letzten Spielen gefangen, können mit einem Sieg sogar nahe an die SGS ranrücken und damit rein in die Partie. Die Gäste ganz in Weiß, im Angriff schon nach 2 Minuten. Hier ein Fernschuss und fast wäre es schon soweit gewesen. Meinige kann nur hinterher schauen. Kurz danach Missverständnis in der Abwehrreihe der SG Ehrenberg. Zehner wird gefoult von Heil. Schiedsrichter Klimax, Pfeife bleibt stumm. Er heute mit einer lockeren Art zu pfeifen. Insgesamt nur 3 gelbe Karten und die waren fast alle am Ende. Nach 16 Minuten ist es hier mal für Ehrenberg. Johannes greift zu. Lukas Stüssel, kaum fußballerische Highlights hier im Spiel. Was man auch nach 36 Minuten sieht. Hier kommt jetzt Goldbach an den Ball. Ja, er erschießt irgendwo ein Auto im Hintergrund. Das war schon harte Kost hier. Gästetrainer Hoch konnte nicht zufrieden sein. Gleich fällt ihm die Farbe aber aus dem Gesicht. Denn jetzt ein langer Ball von Ehrenberg. Filmer und Fei bekommen keinen Zugriff und Maximilian Heim mit dem Heimtor. Keine Chance für Lukas Stöß, super gemacht. Endlich mal ein Highlight in diesem Magerkostspiel. 1:0 für Ehrenberg im Rhön-Derby. Aber die Antwort der Gäste sollte nicht lang auf sich warten lassen. Der Ball wird nach vorne getrieben. Hier ist das Trainerhäuschen ein bisschen im Weg. Wir erwarten jetzt wahrscheinlich Hexenwerk im Hintergrund. Denn der Ball kommt tatsächlich in den Strafraum. Maximilian Grösch. Und geblockt. Fast die postwendende Antwort. So ein Schreck, da braucht's eine Wurst. Würstchenpause. Ralf, habt ihr noch eine Wurst? Na klar, haben wir noch eine Wurst für dich. Halt, da kommt doch nichts drauf. Die ist von Müller. Zweite Halbzeit, Ehrenberg. Goldbach gewinnt das Kopfballduell gegen Vogler. Fast der nächste Schock für die Gäste, die dann selbst bis zur 55. brauchten, bis mal wieder so ein Schuss kam, hier aus vollem Lauf. Aber eigentlich war es nicht schön. 62. Freistoß Gäste. Oh, Vogler zu den Vögeln. Und einen kurzen Moment brauchen die Vögelchen. Und dann kommt der Ball zurück. Und wer bekommt ihn? Da. Der Sportskamerad Klimek. Aber jetzt vielleicht Freistoß Neubauer für die SGS. Meinige, lenkt den Ball an den Pfosten. Wir schauen es uns nochmal an. Tückisches Ding, setzt auf. Und hält er den Sieg fest. Wir schauen uns die letzte Szene der Partie an. Vielleicht noch irgendein Zufallsprodukt für die SGS? Nein! Ehrenberg gewinnt das Rhön-Derby mit 1:0. Oben rückt jetzt alles noch enger zusammen. Hört euch die Stimmen in einem weiteren Video an.